Nach einer ruhigen Anfangsphase führte gleich der erste durchdachte Angriff des BVB für die Führung. Punkt, 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 Punkt. Lukas Piszczek legte nach Diagonalpass von Mario Götze auf Maximilian Philipp ab, dessen Abschluss zunächst geblockt wurde. Punkt, 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 Punkt. Der Abpraller landete bei Marco Reus, dessen wuchtiger Dropkick ins linke Eck das 1:0 für die Gäste bedeutete. 19. Punkt, 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 Punkt. In der Folge war der BVB zwar spielbestimmend, verpasste es jedoch einen Treffer nachzulegen. Punkt, 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 Punkt. Das ließ Werder die Chance, zurück in die Partie zu kommen. Punkt, 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 Punkt. Zlatko Junuzovic, 24. und Max Kruse, 25. hatten die besten Chancen für Werder, ehe kurz vor dem Halbzeitpfiff Thomas Delaney den Ausgleichstreffer markierte. Roman Bürki wehrte einen Kopfball von Maximilian Eggestein so ab, dass der Däne den Dortmunder Schlussmann aus 11 Metern ebenfalls per Kopf überwinden konnte. 45. Punkt, 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 Punkt. Umso bitterer für Dortmund, dass Reus kurz zuvor nach einem überragenden Zuspiel von Götze allein vor Jiří Pavlenka auftauchte, das 2:0 aber vergab. 43. Punkt, 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 Punkt. Im zweiten Durchgang war zunächst Werder tonangebend. Punkt, 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 Punkt. Allein Eggestein kam innerhalb von 3 Minuten dreimal zum Abschluss. 51. 52. 53. Dortmund brauchte lange, um ins Spiel zu finden, hatte dann aber gleich mehrere Großchancen zum Führungstreffer. Punkt, 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 Punkt. Zunächst traf Reus aus halbrechter Position nur den Pfosten. 68. Ehe Manuel Akanjis Schuss nur wenig später von Pavlenka an die Latte gelenkt wurde. 69. Punkt, 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 Punkt. Werders Schlussmann stand auch daraufhin weiter im Fokus. Mit einer absoluten Weltklasse-Parade vereitelte er kurz vor Schluss gegen den eingewechselten André Schürrle das 1:2. Punkt, 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 Punkt. Zuvor hatte Reus seinen Mannschaftskollegen mit einem Diagonalpass in Szene gesetzt. Punkt, 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 Punkt. So war es am Ende ein glücklicher Punkt für Werder, das sich vor allem bei seinem Torhüter bedankte. Die Stimmen zum Spiel: Marco Reus, Borussia Dortmund, Pavlenka war Weltklasse. Punkt, 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 Punkt. Aber ich muss es auch besser machen bei meinen Chancen. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Nach dem ersten Treffer wäre es wichtig gewesen, noch einen Treffer nachzulegen. In der zweiten Halbzeit hatten wir unsere Chancen, aber der Torwart hat richtig gut gehalten. Punkt, 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 Punkt. Man hat heute und letzte Woche gesehen, dass Götze mehr und mehr in Fahrt kommt. Punkt. Punkt, 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 Punkt. Aber er sollte auch einfach mal in Ruhe Fußball spielen dürfen. Julian Weigel, Borussia Dortmund, Pavlenka hat ein Riesenspiel gemacht. Punkt, 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 Punkt.
Punkt, 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 Punkt. Wir haben uns viele klare Torchancen rausgespielt und sind meist an ihm gescheitert. Punkt, 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 Punkt. Bremen hat es uns sehr schwer gemacht. Trotzdem haben wir auch wieder ein gutes Spiel gezeigt. Punkt, 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 Punkt. Wir waren bei Ballbesitz sehr stark und hätten einfach im Abschluss konsequenter sein müssen. Punkt, 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 Punkt. Wir müssen nächste Woche gegen Mainz zu Hause die Champions League klar machen. Slatko Junosovic, Werder Bremen, ich glaube, heute war es ein spektakulärer Gegner und ein intensives Spiel. Punkt, 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 Punkt. Vom Ergebnis geht das Ganze für uns in Ordnung. Punkt, 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 Punkt. In der zweiten Halbzeit war das auf jeden Fall glücklich für uns. Paflenka hält Bälle, die einfach unglaublich sind. Punkt, 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 Punkt. In der Form ist er für mich einer der, wenn nicht der Beste der Liga. Florian Kohfeldt, Trainer Werder Bremen, ich würde sagen, es war ein verdienter Punkt mit glücklichen Momenten. Peter Stöger, Trainer Borussia Dortmund, der Keeper hat einen richtig guten Tag gehabt. Punkt, 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 Punkt. Das Fußballspiel selbst war richtig gut, ich bin sehr zufrieden damit, wie wir uns heute präsentiert haben. Punkt, 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 Punkt. Mit dem Ergebnis hadern wir ein wenig, aber so, wie wir gespielt haben, war es richtig gut. Punkt, 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 Punkt. Wir brauchen noch einen Sieg und den werden wir holen. Der Tweet zum Spiel, Chancenverwertung oder Torwart-Titan? Die Dortmunder Fans nehmen das Remis mit Humor und wissen ganz genau, warum ihre Mannschaft nicht weiter oben steht. Punkt, 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 Punkt. Allerdings war Paflenka gegen Dortmund auch wirklich sehr stark aufgelegt. Punkt, 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 Punkt. Das fiel auf Titan Paflenka. Nach dem Spiel gab es in Bremen nur ein Thema, die Weltklasse-Leistung von Torhüter Jiří Paflenka. Punkt, 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 Punkt. Nicht nur Mitspieler und Trainer Kohfeldt schwärmten von ihrem Keeper, auch der Gegner ließ sich zu großen Komplimenten wie Weltklasse hinreißen. Punkt, 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 Punkt. Vermutlich wird der ein oder andere BVB-Spieler heute Nacht Albträume haben. Punkt, 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 Punkt. Die Statistik 11 maßgeblich beteiligt an Werders stabiler Rückrunde ist Florian Kohfeldt. Auch im 11. Heimspiel unter ihm bleibt Bremen zu Hause ungeschlagen. Punkt. Video, Neymar, Hazard, Sane, Real bereitet Monster-Offerte für City Star vor. Punkt, 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 Punkt.